Freunde, wie findet ihr mein neues Textilprodukt? Mein Bademantel ist angekommen und es ist so brutal. Ich liebe ihn einfach. Ey, er ist so sackgemütlich. Und Freunde, jetzt will ich euch mal eine Frage stellen. Wie würdet ihr so einen Bademantel finden, auf dem so ein Hübi-Logo drauf wäre? Das wäre doch brutal, oder? Die Idee kam mir nur letztens und ich dachte mir, ey, wie geil ist das denn? Stell dir mal vor, jetzt, wisst ihr, Moment einmal. Da fehlt ja noch was. Ah, so, Freunde. Jetzt leben wir den Luxus. Ah, so, Freunde, jetzt fühle ich mich schon richtig wohl. Ich feiere es so hart. Ja, wir spielen weiter Super Mario 64 Last Impact. Und jetzt schießen wir uns ins Weltall. Zumindest dürfen wir das für 15 Sterne machen, die wir schon längst haben. Wir haben nämlich schon 28. Und es ist ein eigener Kurs. Okay. Abandoned Outpost, Kurs 5. Get into the base. Okay. Ich bin offen für alles. Da müssen wir rein. Was steht hier? Each quarter of this outpost holds one tower that controls the colorful energy. Press the switch on top of each tower to open the corresponding gate. Okay, also jede Area auf dieser Basis hat einen eigenen Turm. Und jeder dieser Türme kontrolliert die Energie, welche das Haupttor regelt. Das heißt, wir müssen jetzt zu den vier verschiedenen Türmen der verschiedenen Bases. Ich weiß selber noch nicht genau, wie das aussehen soll. Ja, hier ist zum Beispiel der blaue Turm. Und müssen dann auf diesen Türmen immer die Energie, keine Ahnung, ausschalten, anschalten, was auch immer. Vermutlich an diesem Schalter hier. Geht's da drauf? Okay, und dann? Ist jetzt die blaue Energie aus, oder was? Keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall genau das machen. Ich werde hier alle vier Türme besteigen. Da drüben den roten und so weiter. Und dann schauen wir mal, was so passiert. Sehr, sehr coole Idee schon wieder. Also Weltraum-Level sehr, sehr nice. So was ähnliches gab es ja auch schon in Star Road. Kann ich davon verletzt werden? Nein, okay, es trägt mich nur. Das musste ich jetzt einfach mal testen, ne? So kann ich aber auf jeden Fall schnell reisen. Und sieh mal an! Super Mario Galaxy-Gegner! Und die schießen sogar Kanonen! Okay, nice. Wo ist er denn? Da steht er. Kann ich die killen? Ja, kann ich. Okay, und ich bekomme eine Münze dafür. Aua! Ist egal. Lass mich in Ruhe. Ich will einfach nur weiter. Ich sehe nichts. Kamera! Jetzt bin ich tot. Ja, okay. Dann nochmal. Aber die Kamera war mal hier minimal miserabel. Vielleicht war es einfach meine Kameraführung. Vielleicht kann ich einfach nur nicht mit der Cam umgehen. Kann ja auch sein. Auf jeden Fall werden wir das Ganze jetzt besser machen. Wir müssen jetzt halt nochmal den blauen Turm besteigen, aber das wird schon. Das wird schon und dann regeln wir das Ganze. Richtig, richtig intelligent, Hübi. Wow. Da haust du mal wieder richtig raus. Ich glaube, ich bin zu sehr in Gemütlichkeit verfallen, seit ich diesen brutalen Bademantel trage. Ey, stell dich mal einfach vor, ein Hübi-Bademantel. Das ist auch einfach was einfach noch. Das hat einfach noch keiner gebracht. So, das ist. Ich revolutioniere die Ideen des Merchandise. Ich weiß, es ist alles noch. Es gibt noch nicht mal die Anglerhütte, aber ich bin dran. Das Logo steht schon. Mein Dad wird es jetzt dann. Nee, alles. Ich glaube, alles, was ich im Merchandise dreht, werde ich nochmal extra behandeln. Aber mein Dad wird sich dann das Logo noch vektorisieren. Das heißt sozusagen, dass man das beliebig vergrößern kann. Und dann werde ich mir mal irgendwann ein Modell aussuchen, auf was ich mal das Logo drucken will. Und dann werden wir schon mal sehen, ob der ein oder andere Anglerhut dieses Haus hier mal verlassen wird in Richtung eures Hauses. So, ich fahre jetzt hier mal einfach mit. Ich mache das jetzt einfach mal. Aber da komme ich nicht durch, oder? Nein, aber ich kann damit auf jeden Fall schneller reisen. Die Musik kenne ich nicht. Ich kann euch nicht sagen, was für ein Track wie ist. Sieh mal an, der grüne Turm ist eingestürzt. Oder?
interpretiere. Ja, der grüne Turm ist eingestürzt. Wo ist dann hier der Button, den ich pushen muss? Okay, hier nicht. Komme ich hier irgendwo hoch? Das ist jetzt die Frage. Oder vielleicht muss ich... Was geht hier mit der grünen Energie ab? Ist da der Button? Nein, auch nicht. Muss ich hier vielleicht gar nichts drücken? Oder warum kann ich hier so komisch drauf laufen? Das ist irgendwie creepy. Also irgendwie... Die grüne Base ist ein bisschen am Arsch, wenn ihr mich fragt. Okay, jetzt bin ich zwar hier oben, aber irgendwas drücken kann ich nicht. Also, da springt ein Stern. Der explodiert. Ach, das soll ein Sternschnuppen darstellen wahrscheinlich. Oder Asteroiden, die auf den Boden fallen. Ihr merkt, ich bin noch ein bisschen verwirrt von dieser Welt. Sie ist sehr groß und sehr anders. Und da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Ist da oben in der Box, könnte vielleicht ein neues Item sein? Keine Ahnung. Der Froschanzug war ja auch immer in so braunen Boxen. Das heißt, hier könnte vielleicht auch ein neues Item auf mich warten. Keine Ahnung, aber hier ist auf jeden Fall der nächste Knopf. Zack. Und dann gehen wir noch darüber. Wow, 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 wow. Was ist das denn hier? Ich weiß nicht, ob ich gegen den was tun kann. Ich werde mal sein... Aua. Okay. Aber es macht einen Damage. Okay, man muss also... Von diesen Viechern muss man hinten den Schwanz boxen. Das merke ich mir auf jeden Fall. So, jetzt ist noch hier den roten Turm hoch. Und das ist jetzt, glaube ich... Das kriege ich jetzt besser hin, Freunde. Das werde ich jetzt besser hinkriegen. Vertraut mir. So, ich lasse den erstmal schießen. Jetzt komme ich und kille ihn. Ich werde jetzt genau diese Ansicht hier... Nein, 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 nein. Ich möchte die Ansicht von außen haben. Ich möchte jetzt eine bessere Kameraführung. Okay, der hat schon geschossen. Lass mich jetzt da hoch! Jetzt hänge ich hier... Damn, this camera! Aber jetzt muss ich aufpassen. Aua. Nein, 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 nein. Lass mich einfach nur leben, bitte. Okay. Okay, wir haben es geschafft. So, aber... Es reicht nicht. Aua. Das heißt, wir müssen da hinten bei der grünen Base noch irgendwas machen. Ich habe aber keine Ahnung, was. Verdammt. Ich dachte eigentlich, dass... Wäre es jetzt gewesen. Oder vielleicht muss ich ja nur einen Button drücken, dass ich zu so einer Tür reinkomme. Ich habe es ja noch gar nicht probiert. Ich drücke immer die Buttons, aber probiere gar nicht, ob ich dann irgendwie da reinkomme schon. Ja, doch, natürlich. Und hier ist der Stern. Also, habe ich vielleicht doch alles richtig gemacht? I don't know. Nee. Conquer the Red Tower war das. Das heißt, ich von überall, wo ich... Also, ich muss nur immer einen Turm aktivieren, um reinzukommen. Das heißt, hier muss ich jetzt einfach den... Natürlich. Für den Stern muss ich jetzt einfach hier den blauen Schalter drücken. Aber dann sind die Sterne ja voll einfach. Ich dachte, ich müsste alle drücken, um reinzukommen. Diese Welt ist... Die Welt ist verwirrend, Freunde. Zum Glück komme ich hier noch einigermaßen gut hoch. Da. Das heißt, ich habe alles, was ich bisher gemacht habe, habe ich eigentlich umsonst gemacht, so weil ich eigentlich immer nur einen Button brauchte. Das ist irgendwie ärgerlich. So, jetzt habe ich blau aktiviert. Das heißt, ich komme jetzt dann auch zur blauen Tür rein, oder? Und hier komme ich jetzt nicht rein, weil ich den roten Tower... Ja, genau, doch.
Dann habe ich jetzt gerade im Stern zuvor ein bisschen zu viel gemacht. Okay. Höchst interessant, Freunde. Diese Welt ist höchst interessant und bietet ziemlich, ziemlich, ziemlich viel Neues. Aber hier ist nicht das, dass der Stern direkt hinter der Tür ist. Bam. Du bist ein echt nerviger Gegner, weißt du das? Ich glaube, die 100 Münzen werden hier echt happig. Da muss ich hoch. Sehr gut. Ja, 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 ja. Da hoch. Und dann... Holy. Wo muss ich hin? Es gibt so viele Wege. Hier ist auf jeden Fall eine Treppe nach oben. Ich laufe einfach nur so frei Schnauze. Ich habe einfach null Überblick. Das ist irgendwie... Aua. Aua. Was? Da schießt mich irgendwas. Ich muss immer in Bewegung bleiben. Da. Das da beschießt mich. Und was muss ich jetzt machen? Ach, darauf, oder was? Oh, das ist wie ein Galaxy. Das ist ja wie ein Mario Galaxy. Wie cool. Aber hier geht's nicht lang. Das ist eine Sackgasse hier. Ich hätte hier lang müssen. Aua. Nicht sterben. Oh, das ist crazy. Oh, jetzt hat mich was getroffen, dann wäre ich down gewesen. Diese Welt ist übel. War das der Stern, den ich gebraucht habe? Nö, das war jetzt der Plattform-Cluster. Was ist das für eine Welt? Zum... Was so? Get into the base. Okay, dann... Aber ich nehme an, ich brauche... Ja, im Intro dieser wurde ja auch schon mal hier der blaue Turm angezeigt. Ich muss, glaube ich... Immer wieder... den blauen Turm aktivieren und von da geht es dann weiter. Ich fahre jetzt hier mal mit den grünen Plattformen. Aber was hat mich da eigentlich immer vorhin beschossen? Diese komischen, roten, explodierenden... Mir folgt schon wieder jemand. Mir folgt schon wieder jemand auf Twitch. Allerdings streame ich diesmal die Folge nicht aus Versehen. Ich bin ganz klein in der Aufnahme. Das heißt, gerade hat wieder einfach einer random meinem Twitch-Account gefollowt. Warum ist das so? Warum machen das Leute? Und Leute, ich weiß, ich habe in Majora's Mask hatte ich einen Fail. Da dachte ich, ich nehme auf. Aber eigentlich habe ich gestreamt. Aber hier steht es ganz eindeutig bei meinem Programm. Aufnahme. Ich bin in einer Aufnahme. Und bei Streaming steht Streaming starten, weil Streaming nicht gestartet ist. Also, wenn ich jetzt streame, dann ist es ein Ultra-Fail. Oh Mann, ich muss gleich auf meinen Twitch-Kanal nachschauen. Nein. Also... Falls ich streamen sollte, dann ist das ein Bug von meinem Programm. Weil mein Programm zeigt mir hier ganz safe und eindeutig an, ich bin in einer Aufnahme. Das heißt, mir folgt gerade wieder einfach einer so auf Twitch. Ich muss lernen, die Twitch-Follow-Alerts auszumachen, wenn ich gerade nicht im Stream bin. Die Frage ist jetzt nur, wo muss ich hin? Nein! Oh gut, ich dachte schon, hier würde ich jetzt komplett runterfallen. Boah, wie ich hier beschossen werde von diesem... Wie oft willst du denn noch schießen? Vor allem, was schießt die überhaupt? Ich sehe es nicht mal. Jetzt schießt es wieder, jetzt muss ich wieder in Bewegung bleiben. Dann probiere ich halt mal mit einem Dreisprung da hochzukommen. So. Möglicherweise ist das der Stern, den ich schon die ganze Zeit suche. Ja, sehr, sehr gut. Ich brauche Münzen. Da, dieses Viech ist es. Boah, die sind übel. Und hier ist vielleicht der Stern, den ich brauche. Lass mich durch, lass mich durch. Ah, ist das jetzt Enter the Base? Wahrscheinlich wieder nicht. Doch, das war Get into the Base, cool. Also, dann habe ich dann doch mal auf den dritten Versuch den richtigen Stern gemacht. Ist ja auch mal was. Mal schauen, was jetzt für Missionen auf uns warten. Shoot into the Space. Aha.
Okay. Jetzt muss ich also den lila Bob umfinden. Der mir die Kanone aufmacht. Und das kann, glaube ich, unter Umständen, ne? Ziemlich lang dauern und ätzend sein. Okay, die kann ich zertreten. Gut, ich muss ja mal wissen, was ich gegen die Gegner tun kann. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wo ist in dieser riesigen Base der lila Bob-Bomb? Ich kann nur einfach nur rumlaufen und suchen. Ich habe keine Ahnung, wo der auch nur ansatzweise sein könnte. Hier dieser umgestürzte Turm. Keine Ahnung, ob der mal irgendwann was mit der Mission zu tun hat. Moment, ich brauche hier nochmal einen Dreisprung. Ah, verdammt. Na, da oben war ja nichts. Der wäre mir ja aufgefallen beim letzten Mal. Da vorne in dem Krater vielleicht? Aber vielleicht muss ich auch wieder in die Base rein. Ich weiß es nicht. Und übrigens hier in diesen ganzen Kratern sind immer rote Münzen. Vielleicht gibt es hier auch 8 Krater auf dieser, in dieser Welt. Und in jedem davon ist eine rote Münze. Dann wäre die 8 rote Münzen Challenge eigentlich relativ easy. Was leider nichts daran ändert, dass ich dadurch immer noch nicht weiß, wo der lila Bob-Bomb ist. Mhm. So, ja. Also in jedem Krater sind rote Münzen. Und hier ist die Feuerblume. Okay. Kann ich die Viecher damit killen? Ja. Ja, kann ich. Boah, wie ist die zerlegt? Echt übel. Ich denke mal, ich werde jetzt einfach mal die roten Münzen sammeln. Ich glaube, das ist jetzt hier einfach mal das Beste. Obwohl ich eigentlich auch mal den 8 roten Münzen die 100 Münzen sammeln will. Ich werde nochmal hier hochgehen, um mir alles anzugucken. Vielleicht habe ich hier irgendwie einen lila Bob-Bomb irgendwo übersehen. Zack. Wo könnte er sein? Entweder in der Base läuft er, watschelt er irgendwo rum. Oder hinter irgendeiner Tür, die ich aufmachen muss. Ich werde jetzt einfach mal zum gelben Eingang reingehen. Das habe ich ja noch nicht gemacht, den habe ich mir noch nicht angeschaut. Wir haben uns nur den roten und den blauen angeschaut. Der grüne scheint ja kaputt zu sein. Vielleicht steht der Bob-Bomb ja auch hinter dem gelben Eingang. Kann ja sein. Kann ich mir sogar eigentlich relativ gut vorstellen sogar. Guck mir mal. Watschelt hier ein Bob-Bomb? Ich höre ihn. Ja, nice. Wir haben den richtigen Riecher, Freunde. Mal 10 Münzen. So, dann mach doch mal auf, bitte. Hi, I'll prepare the canyon for you. Sehr schön. Genau so will ich das. Okay, da oben auf dem Turm. Wie komme ich da hoch? Oder ist das ganz, ganz oben in der Base? Da muss ich jetzt nachdenken. Okay, da kann ich nicht hoch. Ich glaube, das war ganz oben in der Base. Kann das sein? Heißt das, ich muss die ganze Base nach oben laufen? Naja, was soll's. Irgendwann müssen wir es machen. Und das passt jetzt auch von der Länge noch ganz gut in den Part, glaube ich so. Auch den roten Turm brauche ich nicht. Ein bisschen Cash. Ja, wir sind schon relativ nah an den 100 Münzen dran, ne? Ich bin in einer Zwickmühle, Freunde. Hier in dem Kart ist nichts. Ja, ist egal. Man hat immer mal viele Münzen. Und die roten Münzen, die werde ich schon mal sammeln können. Das Ganze werde ich dann nochmal mit dem Thema filmen. Ich möchte mich jetzt doch dann wirklich um diese Aufgabe hier kümmern. Das möchte ich jetzt einfach machen. Dass ich da noch ein bisschen Chronologie drin habe. Verdammt. Den kill ich mal kurz. Aber kann ich den überhaupt killen? Oh nein, der ist immun. Da hätte ich auch denken können. So Steine lassen sich, glaube ich, von Feuer. Naja, das juckt ihn, glaube ich, nicht so. Sagen wir es mal so. Ich schätze mal, ich muss in die Base rein. Die Asteroiden sind da. Ja, da auf dem Turm ist die Kanone. Ich hoffe nur, dass ich, wenn ich mit der Kanone verschieße, nicht irgendwie sterbe oder den gesamten Weg nochmal machen muss. Das wäre nämlich höchst frustrierend. Nein, ich lasse mich nicht von dieser grünen Plattform mitnehmen. Das mache ich schon schön hier.
Obwohl ich eigentlich die 100 Münzen jetzt noch. Na. Ich glaube, hier werden jetzt nicht mehr so viele Münzen auf mich warten, oder? Holy. Ah. So, hier ging's. Wo ging's denn hier lang? Ja, ich muss ja eigentlich weiter nach oben, ne? Also kann es hier ja gar nicht so falsch sein, denke ich. So, wo sind die Asteroiden? Wo sind. Oh nein, ich werde wieder beschossen. Ich darf nicht stehen bleiben. Ich darf nicht stehen bleiben. Wo sind die Asteroiden? Ach, Freunde, wie, schau mal, wie viele Münzen wir haben. Wir müssen uns um den 100-Münzen-Stern noch in dies, hier kümmern. Das andere bleibt uns noch gar nicht übrig. Und ich hasse es, hier beschossen zu werden. Das macht mich wahnsinnig. Hier war ich noch nicht. Das ist der einzige Ort hier oben, den ich mir noch nicht angeschaut habe. Hier, ne? Das ist auf jeden Fall was Neues. Und da ja die Kanone ganz oben in der Base war, kann das eigentlich nur der Weg hier sein, den ich brauche. Ja. Hier ist das Ganze. Hier spielt sich das Ganze ab. Jetzt lass mich doch dann die Kanone rein, bitte. So. Wie muss ich mich schießen, dass ich den jetzt treffe? Wie weit ist das weg? Soll ich mich einfach mal so schießen? Ich setze nur vorsichtshalber einen Safe State, falls ich sterben sollte. Falls ich irgendwo runterfalle, werde ich ihn nicht nutzen. Nein! Das war zu niedrig. Ne? Ich muss noch höher. Ich muss noch höher. Und mir fällt gerade auf, ich hab zu viel Münzen. Oh shit. Oh Gott, wo stehe ich denn jetzt? Aua! Wo bin ich? Wisst ihr was? Ich werde cutten. Ich werde jetzt cutten. Ich springe jetzt nochmal runter, sammle die restlichen Münzen und dann cutte ich euch wieder den Weg nach oben. Das ist... Ich kann mit 92 Münzen nicht die 100 Münzen einfach so auslassen. Das wäre einfach nur dumm von mir. Das wäre einfach nur äußerst dumm von mir. Deswegen, wenn ich jetzt dann die 100 Münzen hier unten habe, dann cutte ich euch den Weg nach oben. Das ist, glaube ich, die einfachste Lösung für alles. Jetzt muss ich halt nur noch die restlichen Münzen irgendwo finden. Vielleicht den mal killen. Bam. Münzen noch. Die sollte ich doch auch mal irgendwo finden. Da haben wir sie auch schon. Sehr gut. Dann haben wir auch den 100-Münzen-Stand hier schon. Sehr nice. Beim Suchen nach dem ganzen Zeug habe ich dann einfach zu viele Münzen gesammelt. Und jetzt schneide ich euch den Weg nach oben, dass wir hier nicht allzu viel Zeit verschwenden. So, Freunde. Ich bin wieder in der Kanone. Und wir mussten so viel höher schießen, ne? Probier es doch mal so. Das sieht gut aus! Very, very nice, Freunde. Ja, dann haben wir hier in der Weltraumwelt schon wirklich viel geschafft. Wir haben die 100 Münzen schon. Wir haben schon 4 Sterne. Der rote Münzenstern ist der 5. Und dann brauchen wir nur noch einen. Nice. In diesem Part haben wir wieder richtig viel geschafft. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Hier oben kommt jetzt dann wieder zu meinen letzten Videos. Und wir sehen uns dann auch irgendwann anders. Und was machen diese Goombas da unten? We come here to steal your princess and we won't leave empty-handed. That's right, you better surrender now or else you'll feel the triangle formation. We might look like ordinary Goombas, but your body, our bodies have been empowered with the power of the stars. Okay, der Part ist noch nicht ganz vorbei hier, an der Stelle. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin ein bisschen verwirrt, Freunde. Ich habe sie geplättet. Man, this thing's useless. Let's show him our real power. Pocky Formation. Holy. Ich wollte den Part beenden, Freunde. Ihr passt mir hier gar nicht rein. Okay, ich muss das hier noch früher. Bam, jetzt hat. Looks like we'll have to use our best trick. Pancake Formation. Und jetzt flüchten die oder was? Und wir bekommen den Stern. Was zur Hölle? Wir sehen uns in der nächsten Folge.
Freunde, haut rein.